So, guten Abend, liebe Gäste, liebe Freunde des Hauses und Interessierte am diesjährigen ersten Vortrag Kunst oder Künstlich im Rahmen des ACB. Ganz kurz, was ist der ACB oder wie hat sich der ACB gebildet? Seit 2012, im Oktober 2012, können wir auf 10-jähriges Diskursprogramm im Arts Club Berlin zurückschauen. Da hat er sich gegründet und wurde von einer kleinen Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern des VBK entwickelt, hat sich im Laufe der Zeit mit beachtlicher Konstanz zu einem festen Projektformat des VBK entwickelt. In der Gründungsphase konnte der Staat werbetechnisch und personell mit einer Anschubfinanzierung durch den Lions Club Berlin-Alexanderplatz bewältigt werden. Die Idee ist, begleitend zum individuellen künstlerischen Schaffensprozess und den kontinuierlich stattfindenden Präsentationen in der Galerie, auch der Galerie des VBK, für Künstlerinnen und Künstler sowie für das interessierte Publikum ein Forum zu schaffen, auch mit der Überzeugung im Hintergrund, für die nach Berlin ziehenden oder hier zeitweise in Berlin arbeitenden internationalen Künstlerinnen und Künstler einen Anlaufpunkt in der Stadt zu bieten, an dem sie sich mit anderen Künstlern und Künstlerinnen austauschen können. Neben den Vernissagen mit ihren Kommunikationsmöglichkeiten wollen wir hier im ACB aktuelle und auch grundsätzliche Fragen zur Kunst und Kunstproduktion reflektieren und diskutieren. Wir schaffen auch uns selbst damit die Gelegenheit und haben die Chance, verschiedene künstlerische, kunstwissenschaftliche und kunsttheoretische Perspektiven kennenzulernen. Mit monatlichen Vorträgen haben wir uns seit 2012 in knapp 100 Veranstaltungen mit weitreichenden Themenstellungen zur Kunst befasst und anregende Positionen und Auseinandersetzungen zur Kunst und Kultur kennenlernen und diskutieren können. Schwerpunktthemen waren zum Beispiel, nur mal im groben Überblick, Kunst und Gesellschaft, Kunst und Wirtschaft und Geldpolitik, Kunst und Politik mit Schwerpunkt Künstlerinnen, Europa, grenzenlos, über die Politik des Sammelns, Kunst und Gesellschaft, Wissenschaft, Literatur, Kunst und Transformation, Europa fällt, Europa bleibt. Einige Reihen wurden in Zusammenarbeit mit Absolventinnen der Studiengänge Kunstwissenschaft, Kunstmanagement und Kunstgeschichte der Berliner Unis entwickelt und kuratiert. Und darüber hinaus haben viele Künstlerinnen und Künstler aus dem VBK ihre aktuellen Projekte im Rahmen von Kunst im öffentlichen Raum vorgestellt. Wie allen Kunstinstitutionen erging es uns dann nicht anders in 2020 und 2021, in Zeiten der notwendigen Einschränkungen durch die Corona-Lockdowns mit den bekannten Auswirkungen auf die Kultureinrichtungen. So traf es auch unseren Galeriebetrieb und unser öffentlich zugängliches Diskursprogramm. Es fehlte die Planungsperspektive, so mussten auch wir mit dem ACB im VWK pausieren. Umso mehr freuen wir uns, heute die neue Reihe zu starten, die wir mit dem Eröffnungsvortrag von Gabi Schulze beginnen können. Kunst oder künstlich? Diese Frage scheint derzeit angesichts so vieler Weltprobleme und Krisen nicht die dringlichste Frage zu sein. Aber sie berührt unser Verhältnis zu einschneidenden technischen Entwicklungen, ihre Anwendung im Alltag, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kunst. Wir werden konfrontiert mit Perspektiven auf künftige Entwicklungen und potenzielle Entscheidungen. Die Frage berührt unser Selbstverständnis als kreative Menschen, stellt Fragen zum Verständnis von Realität, Zeit, Originalität und Autorenschaft, Wahrheit, Fake, Manipulation, Raum und Grenzüberschreitungen. Die Frage bezieht sich auch auf das Ausloten, das Befragen und auch kritische Hinterfragen im Hinblick auf Chancen, Gefahren, spezifische Möglichkeiten im Umgang mit digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz. Wir haben das Glück, dass wir diese Vortragsreihe unter dem großen Titel Geschichte bewahren, jetzt gestalten, neue digitale Strategien im Verein Berliner Künstler mit Fördermitteln
entwickeln und die notwendige Technik für dieses Projekt anschaffen konnten. Damit verbunden ist, dass alle Vorträge filmisch und akustisch aufgenommen, gestreamt und auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen verbreitet und archiviert werden und den Beiträgen zu großer Reichweite verholfen werden kann. Die Ausstattung mit professioneller Aufnahmetechnik wird im VWK in Zukunft für die nächsten ACB-Reihen und Veranstaltungen wird den VWK befähigen, mit seinen Programmen unabhängiger von den Unwägbarkeiten übergeordneter Einschränkungen zu arbeiten. Dieses Konzept wird durch das Förderprogramm Kulturgemeinschaften im Rahmen von Neustart Kultur gefördert. Dafür sind wir sehr dankbar. Die zwei Kuratorinnen der aktuellen Reihe Kunst oder Künstlich, Monika Bartsch und Anja Eichler, haben sich mit großer Begeisterung in das Thema gekniet und Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Spezialistinnen recherchiert, die mit und zur künstlichen Intelligenz und zu Fragestellungen digitaler Technologien arbeiten, forschen, Erfahrungen sammeln. Für die meisten von uns sind das alles noch sehr vage Vorstellungen. Somit wollen wir die Chance ergreifen, mit den vorgesehenen Vorträgen in konzentrierter Form verschiedene Aspekte zum Thema kennenzulernen und durchdenken zu können. Es ist heute schon absehbar, dass es notwendig werden wird, für die Zukunft eine Position zu entwickeln. Ich danke allen Referentinnen und Referenten, die wir für die kommenden Vorträge und Diskussionen gewinnen konnten. Und das Team des ACB für diese Reihe möchte ich auch noch nennen. Das sind also die Künstlerinnen Monika Bartsch und Anja Eichler als Kuratorinnen, Judith Brunner für die Grafik des Flyers und eine, so ist jedenfalls der Plan, wachsende Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern des VWK für die Gestaltung mit der Technik. Produktionsleitung hat Katarzyna Sekula. Für die Technik und Social Media wurden Boris Eldachsen und Jürgen Skriber beauftragt, die als Fotografen der Deutschen Fotografischen Akademie ihr Know-how einbringen. Ich selbst habe erneut die Projektleitung für diese ACB-Reihe übernommen und freue mich über die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und das große Engagement aller Beteiligten und selbstverständlich über euch, das diskussionsfreudige und interessierte Publikum. Am heutigen Abend wird Gabi Schulze uns Grundlegendes zum Thema vortragen und uns in ihren künstlerischen Umgang mit KI einführen. Dazu übergebe ich jedoch zunächst das Wort an Anja Eichler. Im Namen des ACB-Teams freue ich mich heute sehr, Gabi Schulze, unsere Referentin, begrüßen zu dürfen. Gabi Schulze studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee Malerei und Bildhauerei mit dem Schwerpunkt Steinbildhauerei und neue Medien. Ihren Meisterschülerabschluss machte sie nach dem Diplom im Fach Bildhauerei mit einer Rauminstallation. Gabi arbeitet interdisziplinär mit Stein, Text, Klang und Video und seit 2014 intensiv mit neuen Medien in Form von digitalen Projekten im Bereich Videoinstallation, Soundprogrammierung und 3D-Visualisierungen. Zu ihren Schwerpunkten gehören Blockchain-basierte interaktive 3D-Kryptokunst, also NFTs, und mit den Mitteln der Virtual und Augmented Reality gestaltet sie dreidimensionale, begehbare und interaktive Kunsträume. Sie bezeichnet sich selber als Wanderer zwischen Welten, Datenbildhauerin und NFT-Künstlerin. Vor diesem Hintergrund ist sie die perfekte Besetzung für unseren heutigen Abend, an dem es um eine Einführung in die digitalen Technologien in der Kunst geht. Wir freuen uns sehr, dich, Gabi, bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es geht heute also um die digitalen Technologien in der Kunst. Im ersten Teil gehe ich darauf ein, was digitale Kunst überhaupt ist.
Da kommen Begriffe vor wie Generative Art, künstliche Intelligenz, Kryptokunst und natürlich NFT ganz aktuell. Im zweiten Teil geht es dann um Kunst auf der Blockchain. Da gebe ich einen ganz kurzen geschichtlichen Einblick oder auch Überblick. Und dann komme ich zu Begriffen aus der Welt der Blockchain wie Wallet, Token und Co. Ja, im dritten Teil können dann gerne Fragen gestellt werden. Ich weiß ja nicht, ob wir hier auch beim Livestreaming Publikum am Bildschirm haben, die dann auch gerne Fragen stellen können per Chat. Ja. Digitale Kunst, was ist das überhaupt? Ja, das ist zum ersten computergenerierte Kunst, eine Richtung der Medienkunst, und sie beruht auf digital kodierter Information, also letztendlich auf Nullen und Einsen, auf An und Aus. Ja, sie kann auf verschiedenen Datenträgern übertragen werden, das wissen wir alle, USB-Sticks, SD-Karten, Computer etc. Ja, und sie kann durch einen Algorithmus erzeugt werden. Im Gegensatz dazu ist elektronische Kunst ein bisschen anders. Wir sehen hier ein Beispiel von Nam June Paik, ganz bekannt, ganz berühmt, der TV-Buddha von 1992. Denn diese Kunst beinhaltet auch analoge Technologien wie Videokamera und Fernsehen. Da sieht man aber auch schon, also Fernsehgeräte, da sieht man aber auch schon, dass die Grenzen fließend sein können. Also man kann das nicht genau abstecken und das sollte es auch nicht, weil Künstler lassen sich nicht gerne in irgendwelche Schubladen stecken. Ja. Zwei Pioniere der digitalen Kunst möchte ich als erstes nennen, und zwar der sogenannte Dinosaurier unter den Künstlern der digitalen Kunst, Herbert Werner Franke und auch Frieda Nake. Herbert W. Franke ist 1927 in Wien geboren, Physiker, also ist ursprünglich Physiker und hat ganz früh angefangen, Arbeiten zu digitalisieren. Ich zeige das mal, wie das aussieht, wie seine Arbeiten dargestellt worden sind, ja, auch als Ausdrucke letztendlich, also dann auch analog. Herbert W. Franke hat nicht nur Bilder generiert, er hat auch Science-Fiction-Bücher geschrieben etc. Er hat in diesem Jahr noch, also Anfang des Jahres, einen Twitter-Account eröffnet und hatte in kürzester Zeit 15.000 Follower. Also daran sieht man auch weltweit, dass er so großes Ansehen genießt bzw. genossen hat, weil er ist im Juli diesen Jahres mit 95 Jahren gestorben. Er hat aber vor seinem Tod noch kurz vorher tatsächlich NFTs veröffentlicht, und zwar unter anderem auf der Quantum-Plattform. Ja, Frieda Nake, ein anderer Pionier der digitalen Kunst, geboren 1938, auch aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, Mathematiker und Informatiker. Ja, ich zeige hier auch mal eine Arbeit von ihm. Prägt NFTs, und zwar unter anderem auf der Plattform SuperRare. Seine erste Ausstellung mit Computerkunst hatte er 1965. Ja, das ist beachtlich. Ja, ich lasse das kurz stehen. Wer Interesse hat, kann sich natürlich so ein bisschen die Websites hier notieren. Ich komme gleich nochmal. Achso, genau. Wir sehen hier, dass das die Plattform der Damengalerie ist, ja, Digital Art Museum. Diese Galerie wurde gegründet 1998 als reine Online-Galerie, und zwar von dem Gründer Wolf Lieser.
Seit 2003 ist die Galerie auch in Berlin, allerdings als Projektraum. Zwei andere Pioniere möchte ich da noch nennen. Natürlich die große Vera Molnar, nicht zu vergessen, und auch Manfred Mohr. Ja, da zeige ich jetzt aber keine Beispielarbeiten. Ja, Technologien digitaler Kunst, einige Begriffe und Techniken. Man kann hier natürlich in der Kürze der Zeit nicht so viel aufzählen, aber wenn es zu speziellen Sachen, wie gesagt, im Nachhinein noch Fragen gibt, dann beantworte ich die gerne. Ja, ich hatte ja versprochen, Generative Art, was ist das? Generative Kunst, generative Kunst, erzeugende Kunst, sich selbst erzeugende Kunst, kann man fast sagen. Da steht der Entstehungsprozess, die Idee im Vordergrund. Der Künstler schreibt das Programm mit bestimmten Regeln, mit bestimmten Grenzen. Und der Computer arbeitet dieses Programm ab. Ich habe hier mal so ein Beispiel. Und zwar ist das ein ganz kleines, simples Beispielprogramm. Ich habe es Mikado genannt. Das läuft im Editor, im Browser und das ist die Programmiersprache P5JS. Man kann das hier auch direkt mal abspielen und man sieht hier, dass in diesen bestimmten Grenzen, die der Künstler oder der Programmierer in dem Programm festlegt, sich jetzt diese Stäbchen fallen. Das sind wie beim richtigen Mikado-Spiel 41 Stäbchen, die hier immer in unterschiedlicher Farbe und Form fallen. Dann nur als kleiner Einblick, wie das aussehen kann. Die Ergebnisse dieser Bilder sind unvorhersehbar, aber wie gesagt, immer in den bestimmten Grenzen, die der Künstler oder der Programmierer festlegt. Eine ganz große Vera Molnar, 1924, eine ungarnstämmige Medienkünstlerin und bedeutende Pionierin der Computerkunst, machte ihre ersten Arbeiten mit der Programmiersprache Fortran. Die erschien 1957. Mit dieser Programmiersprache haben auch sehr viele Physiker gearbeitet und Vera Molnar hat damit Kunst gemacht. Hier auch wieder Damengalerie. Hier sieht man ihre ersten Arbeiten, die jetzt hier zwar mit 1986 datiert sind, aber ähnliche Arbeiten hat sie auch viel früher schon gemacht. Sie hat einfache, begrenzte Serien mit Quadraten erstellt, die aber in ihrer Serie komplett abgeschlossen waren. Also sie hat keine Formenkombination ausgelassen. Ja, diese Arbeiten hat sie letztendlich ausgedruckt, hier in Schwarz-Weiß, wie man sieht, und zwar mit dem Plotter. Ja, und damit sind wir natürlich wieder im analogen Bereich. Man sieht also, dass die Grenzen tatsächlich verschwimmen. Einen zweiten Künstler will ich nennen, der sich einen Namen gemacht hat, auch in Bezug auf NFT, Casey Rias, 1972 geboren. Auch er hat Plotter-Ausdrucke gemacht, allerdings farbig. Und dazu verwendet er die Programmiersprache Processing. Processing ist eine Java-basierte Programmiersprache. Hier sieht man so ein paar Beispiele, was man damit machen kann. Die wird sehr gerne von Künstlern verwendet. Und Casey Rias ist einer der Entwickler dieser Programmiersprache. Ja, ehe wir hier dazu kommen, will ich noch sagen, weitere Programmiersprachen, die Künstler gerne für ihre digitale Kunst verwenden, ist Pure Data. Vor allen Dingen wird Pure Data für Klang und Musik verwendet.
Kotlin, eine etwas neuere Programmiersprache, damit werden Apps entwickelt, iOS und Android, also fürs Handy, fürs Smartphone und natürlich nicht zu vergessen Python oder Python, gerade in aller Munde, jeder will Python lernen. Unter anderem wird diese Programmiersprache vom Blender 3D genutzt, einer Software für 3D-Visualisierung. Man kann auch direkt im Blender mit Python arbeiten und 3D-Objekte erstellen und natürlich auch für die Blockchain. Ja, dazu später noch mal mehr. Kommen wir zu dem Begriff künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence in der Kunst. Ja, Sonnenblicke auf der Flucht. Auf der Flucht gezimmert in einer Sommernacht. Schleier auf dem Male, Säumung, Nahrung, dieses Leben. Die Stille, der Bettler umfängt mich in einer schmausenden Welt. Der junge Vogel ist ein Geschoss, vom Sturmwild getragen, im Leben betrogen. Und so weiter. Ja, das hat eine Maschine geschrieben. ist aber tatsächlich als großes Gedicht durchgegangen. Ich lese das hier unten einfach mal vor. Eine Wiener Werbeagentur ließ nach eigenen Angaben Algorithmen das gesamte Werk von Goethe und Schiller verarbeiten und die künstliche Intelligenz auf Basis dieser Daten eigene Gedichte erstellen. Ja, das kann jetzt jeder für sich selber nochmal reflektieren. Da kommen wir schnell an ethische Grenzen und an philosophische, oder nicht Grenzen, sondern an ethische Fragestellungen und an philosophische Aspekte. Das kann man auch sehr kritisch sehen. Und es wirft eine große Frage auf, kann künstliche Intelligenz kreativ sein? Das wird gerade in den Medien ganz heftig diskutiert. Ja, außerdem, dazu komme ich aber gleich nochmal zu sprechen, werden auch immer große Datenmengen verwendet für die Entwicklung von Algorithmen, die die künstliche Intelligenz verwendet. Ja, zu dem Begriff Artificial Intelligence, kleinen Moment, ja, künstliche neuronale Netze extrahieren aus großen Datenmengen, nämlich den Big Data, charakteristische Eigenschaften, nämlich Muster, durch einen Lernprozess. Das menschliche Gehirn ist Vorbild. Ich habe hier mal zwei Grafiken rausgesucht. Man sieht hier einmal das maschinelle Lernen und einmal das Deep Learning. Beim maschinellen Lernen sieht man, das ist ein bisschen einfacher ausgebaut. Da haben wir diese drei Layer, nämlich den Input, den versteckten Layer und die Ausgabe, also das Ergebnis. Wir sehen hier an den Pfeilen, dass der Datenfluss immer in eine Richtung nur geht. Und wenn hier Fehler auftauchen, dann muss tatsächlich der Programmierer eingreifen, um Anpassungen vorzunehmen, damit die künstliche Intelligenz lernen kann. Beim Deep Learning haben wir mehrere versteckte Layer, das können auch mehr als drei sein. Und hier sehen wir auch, dass der Datenfluss in alle Richtungen gehen kann, also vorwärts und rückwärts sozusagen, um das mal ganz einfach auszudrücken. Die künstliche Intelligenz kann sich so selber korrigieren. Wenn also auf einem Layer ein Fehler erscheint, dann wird dieser Aspekt oder diese Datei zurückgegeben und die künstliche Intelligenz lernt selber. Ja, das ist jetzt eine ganz einfache Erklärung. Das ist natürlich viel umfassender und viel komplizierter, weil schon beim Namen, das menschliche Gehirn ist Vorbild, können wir uns vorstellen, dass da viel mehr noch dahinter steckt. Ein Beispiel ist Anna Riedler, 1985. geboren. Sie hat mit Hilfe der künstlichen NFT ein Kunstwerk erstellt, und zwar nennt sich das Blumenauktion. Sie bezieht sich dabei auf die große Spekulationsblase von 1630. Diese Spekulationsblase ist wahrscheinlich die erste, die sehr gut dokumentiert wurde. Das Spekulationsobjekt war eine Tulpenzwiebel, beziehungsweise
viele Tulpenzwiebeln. Und die wurden sehr teuer zu der Zeit verkauft. Und dann gab es so einen Einbruch, als nämlich ein Virus auftauchte und die Tulpen nicht mehr nachwuchsen. Ja, das war die sogenannte Tulpenmanie. Und Anna Riedler spiegelt in ihrer Arbeit diese Spekulationsblase in Bezug auf Kryptowährungen. Ja, sie benutzt dazu den GAN-Algorithmus. Das ist ein KI, also künstliche Intelligenz-Algorithmus, mit zwei Komponenten, nämlich den Generator und Diskriminator, mit dem sich der Computer selbst korrigieren kann. Grundlage sind auch hier die Big Data, also diese riesigen Datenmengen. Auch mit den Big Data ist das so eine Sache, weil tatsächlich werden die massenhaft in riesigen, das sind riesige Datenmengen, das sind nicht nur große Datenmengen, das sind riesige Datenmengen, die tagtäglich aus dem Internet gezogen werden. Das muss man oder kann man sehr kritisch sehen, weil das sind unsere persönlichen Daten, zum Beispiel unser Kaufverhalten, was da analysiert wird. Einen weiteren Künstler, um den man nicht drum herum kommt, wenn man über künstliche Kunst spricht, ist Mario Klingemann, 1970 geboren, alias quasi Mondo. Er hat mit seiner Arbeit Mitosis auch diesen GAN-Algorithmus verwendet. Und die künstliche Intelligenz hat 750.000 Kinderfotos erstellt. Diese Kinder existieren nicht wirklich, sondern die sind tatsächlich von dieser künstlichen Intelligenz erstellt worden. Dieses Video ging beispielsweise bei Sotheby's mit über 175.000 US-Dollar über den, ich sag's mal ganz einfach, Ladentisch. Ja, wir schauen uns das hier mal so kurz an. Ich klicke mal hier rein. Wir befinden uns hier auf Twitter, auf seinem Twitter-Account. Ich scroll hier mal so ein bisschen vor, dass man diese Entwicklung sieht, wie dieses Video aussieht. Ja, ein weiteres Beispiel, das ich nennen möchte, ist die Künstlergruppe Obvious. Viele von euch, von Ihnen werden dieses Bild hier kennen. Das ging in den Medien herum. Das ist das Porträt von Edmond de Bellamy, auch von einem GAN-Algorithmus erzeugt. Das ist allerdings hier ein Ausdruck. Und zwar ein, ja, von einem Drucker, von einem normalen Drucker auf Leinwand. Die Künstlergruppe hat den Algorithmus, das hat sie erst später zugegeben, nachdem das Bild verkauft wurde für über 432.000 US-Dollar, nicht selber geschrieben. Die haben den von GitHub, dieser Entwicklerplattform, runtergeladen, der stand dort quelloffen zur Verfügung und später kam dann raus, dass dieser Code von dem AI-Wunderkind Robbie Barrett entwickelt wurde. Ja, Robbie Barrett, 1999 geboren, hier sein Instagram-Account, durchaus spannend, da mal zu gucken, was der noch so macht. Natürlich prägt Robbie Barrett auch NFTs, die alle KI-generierte Bilder sind. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Robbie Barrett. Er ist eben jetzt auch Künstler und Grafikdesigner und die Künstlergruppe Obvious aus Frankreich macht natürlich auch NFT und das sieht man hier, verkauft jetzt eine ganze Familie der Bellamys. Ja.
Ja, was ist ein Algorithmus eigentlich? Das Wort fiel ja jetzt des Öfteren. Ganz kurz gesagt ist ein Algorithmus eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Er kann auch in natürlicher menschlicher Sprache formuliert werden oder er kann in ein Computerprogramm eingeschrieben werden, also implementiert werden. Hier sehen wir den einen Algorithmus von Mario Klingemann, der Unschärfe in Bildern erzeugt. Ich klicke hier mal einfach rauf, weil das ist ganz interessant. Das hier ist Medium, auch eine Plattform, was interessant sein kann für viele Künstler, die sich damit beschäftigen wollen. Hier werden solche Algorithmen diskutiert oder beschrieben. Das kann man hier ausführlich nachlesen. Ja, dann kommen wir zur Kryptokunst. Kryptokunst, was ist das eigentlich? Ja, ganz einfach. Kryptokunst ist Kunst auf der Blockchain. Ja, NFT ist ja in aller Munde. Es muss aber nicht unbedingt nur ein NFT sein. Es kann auch anders auf der Blockchain eingeschrieben werden. Letztendlich ist Kryptokunst jegliche digitale Kunst, die eben auf der Blockchain läuft. Das kann ein MP4-Video sein, beispielsweise ein JPEG, ein PNG, ein GIF, ein MP3, also auch Musik oder auch 3D-Objekte im GLB-Format beispielsweise. Wir sehen hier auf dem Bild den ersten Block der Bitcoin-Blockchain. Ja, so sieht das dann aus hier in der Row Hex Version. Das ist also der Genesis-Block der Bitcoin-Blockchain, der natürlich historisch sehr interessant ist. Ja, hier sieht man das nochmal, Kunst auf der Blockchain. Das hier ist mein Account auf der NFT-Plattform Taya. Die läuft auf der Tezos Blockchain. Dazu gleich noch mal mehr. Aber vorher möchte ich gerne noch was zur Geschichte der Blockchain sagen. Also ein ganz, ganz kurzer Überblick. 1991 wurde die Idee der Blockchain das erste Mal von zwei Kryptografen beschrieben, nämlich von Herrn Haber und Herrn Stornetta. Im Oktober 2008 veröffentlichte Satoshi Nakamoto die erste Beschreibung zu Bitcoin, nämlich in dem sogenannten Bitcoin White Paper. Ein White Paper ist eine wissenschaftliche Anwenderbeschreibung. Ja, das kann man auch im Internet nachlesen, das kann man sich aus dem Internet runterladen und sich das genau angucken, was da drin steht. Ja, Satoshi Nakamoto, wer ist das? Das weiß niemand, wer das ist oder ob das sogar eine Gruppe von Menschen ist. Man weiß nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Es ist ein Pseudonym. Ja, das Bitcoin-Netzwerk entstand am 3. Januar 2009 mit der Schaffung der ersten 50 Bitcoins und die ersten NFTs wurden dann bereits 2012 erstellt auf der Bitcoin Sidechain Counterparty. Ja, da fiel jetzt sehr oft das Wort Blockchain oder sogar Sidechain. Ja, was ist denn eine Blockchain? Da kommen wir zu den Begriffen aus der Welt der Blockchain, NFT und Kunst. Ja, also das ist nicht so ganz einfach, Blockchain in ganz kurz zu erklären. Ich habe es hier trotzdem mal versucht. Also man kann sich eine Blockchain als ein offenes Kassenbuch vorstellen. Jeder Teilnehmer der Blockchain besitzt so ein Kassenbuch, eine Kopie von diesem Kassenbuch. Die Blockchain zeichnet sich aus, dass sie dezentral, nachvollziehbar und unveränderlich ist. Dezentral heißt, dass da keine Mittelsmänner oder Mittelsfrauen dazwischen sind und keine vermittelnden Institutionen wie Banken.
nachvollziehbar, weil alle Transaktionen, die auf der Blockchain getätigt werden, in zeitlicher Reihenfolge abgelegt werden und weil sie öffentlich ist. Unveränderlich ist sie eben, weil sie öffentlich ist und weil jeder Teilnehmer eine Kopie besitzt und jegliche Manipulation würde sofort erkannt werden. Ja, also so ein Blockchain, Blockchains sind also Netzwerke, die aus vielen einzelnen Datenblöcken bestehen, also sogenannten Knotenpunkt und in diesen Knotenpunkten und in diesen Datenblöcken werden eben die Transaktionen abgespeichert. Das ist natürlich jetzt eine sehr abgespeckte Variante von dem, was eine Blockchain ist, aber ich belasse es erstmal dabei. Im Anschluss können dazu noch Fragen gestellt werden, wo ich dann nochmal präziser darauf eingehen kann, was das Publikum eventuell genau da nochmal wissen will. Ja, dann kommen wir zu dem Begriff NFT in aller Munde, Non-Fungible Token, nicht austauschbare Wertmarke und eine große Chance für Künstler, ihre digitalen Arbeiten einzigartig zu machen und damit ihre Verkaufschancen zu steigern. Man kann sich das auch vorstellen als ein Echtheits- und Eigentumszertifikat aus der Welt der Blockchain und der Kryptowährung. Ein guter Vergleich ist das Verhältnis von Fahrzeugbrief zu Auto. In dem Fahrzeugbrief ist zum Beispiel festgehalten, was das für ein Typ ist, welche Farbe das Auto hat, wer der Eigentümer ist, welches Baujahr. Und genauso ist es beim NFT. Ein NFT ist im Prinzip ein Smart Contract, ein intelligenter Vertrag, in dem festgehalten ist, wer der Eigentümer ist, was das für ein Kunstwerk ist. Ist es ein MP4, ist es ein MP3? Was steckt dahinter? Wann wurde es das erste Mal gemintet? Das ist also geprägt. Das ist alles in diesem Smart Contract festgehalten. Ja, NFTs sind also in erster Linie eine Methode, Dateien, also auch digitale Kunstwerke, mit einer Signatur zu versehen und auf diese Weise einzigartig zu machen. Jetzt steckt da drin das Wort Token. Token sind Wertmarken, denen ein bestimmter Wert zugeschrieben, zugeordnet werden kann. Das können auch analoge Sachen sein, wenn sie digitalisiert werden können, also zum Beispiel Schuldscheine, aber auch Services und reale Projekte. Aber warum ist das interessant für Künstler? Performance-Künstler zum Beispiel können ihre Performance als Video aufzeichnen und dann als NFT prägen. Es können Assets, also Gegenstände aus dieser Performance aufgegriffen werden, digitalisiert werden und so zum NFT geprägt werden. Auch für Musiker ist das eine spannende Sache, weil sie ihre Musikstücke als MP3 mit NFT einzigartig machen können. Ja. Dann nachher dann nochmal. Ja, richtig. Das wollte ich hier nochmal zeigen. Die bekannte Performance-Künstlerin Abramovic hat ja jetzt ganz aktuell oder relativ aktuell ihre Heroes als NFT geprägt. Sie hat das also für sich genutzt als Performance-Künstlerin. Ja, wollte ich einfach nochmal zeigen, dieses Beispiel. Ja, das ist, wurde Piccadilly Circus in London, kam das ganz groß auf der Werbeanzeige, lief das weltweit, überall, ganz viele Werbeanzeigen haben das. Aber im Bild selber sieht man es nicht. Wie jetzt? Im Bild selber ist erstmal kein Zeichen gesetzt, dass es geprägt. Nee, das sieht man nicht. Wir machen das im Nachhinein nochmal, ich mache erstmal zu Ende. Ja. Der eine oder andere kann sich vielleicht auch eine Frage aufstellen. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Begriff. Ja, also Token sind also auch Smart Contracts, intelligente Verträge.
Ja, was sind denn Smart Contracts? Das sind Vertragsabschlüsse, ebenfalls dezentral, nämlich ohne Notare, Anwälte, Börsen oder irgendwelche anderen Mittelsmänner oder Frauen oder Institutionen. Smart Contracts sind Programme, also kleine Hilfsprogramme auf der Blockchain, die zum Beispiel für das Prägen, Tauschen und Sammeln von NFTs verwendet werden. Hier fallen gleich drei andere Begriffe, die ich hiermit abhaken möchte. Das ist das Minting, nämlich das Prägen eines NFTs. Also wenn das auf die Blockchain draufgepackt wird, dann heißt das Minting. Das Tauschen nennt sich Swapping, also auch der Verkauf eines NFTs ist das Swapping. Und das Sammeln ist natürlich das Collecting. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, nachdem ein NFT durch einen Smart Contract erzeugt wurde, ist er eindeutig identifizierbar. Und das ist eben das tatsächlich Besondere daran. Und erstmalig in der Geschichte, dass auch Digitalkünstler ihre digitalen Arbeiten einzigartig machen können. Smart Contracts laufen also automatisch im Hintergrund beim Prägen, Sammeln und Verkaufen eines NFTs ab. Ja, die Frage, die man immer wieder gestellt wird, wie werde ich zum NFT-Künstler? Hier die Anleitung, ich erstelle mir ein Wallet, dann brauche ich Kryptowährung in meiner Wallet, um die Transaktionsgebühren zu bezahlen, mit der ich mein NFT nachher prägen kann. Dann brauche ich eine NFT-Plattform, da gibt es eine ganze Menge. Und ich brauche natürlich ein Kunstwerk, was ich zum NFT prägen möchte. Das sollte, wie gesagt, eine digitale Datei sein. Dann kann ich auf meiner Plattform den Upload vollziehen, die Transaktionsgebühren bezahlen und dann gehe ich auf meine Lieblings-Social-Media-Plattform und sage allen Leuten Bescheid, hallo, ich habe ein NFT geprägt, bitte kauf das jetzt. Ja, so einfach ist das. Ja, jetzt sind hier natürlich auch ein paar Begriffe gefallen, dazu bin ich ja da, um die so ein bisschen wenigstens zu klären. Eins davon ist Wallet. Was ist ein Wallet? Ein Wallet ist in erster Linie eine Software, das kann auch eine App sein. Sie ist ähnlich einer Geldbörse, nur dass sie halt kein physisches Objekt ist, weil Kryptowährung ist nicht physisch, sondern es ist eben kryptisch, digital. Deshalb ist auch diese Wallet eine Software. Diese Software ermöglicht es mir, mit dem Blockchain-Netzwerk zu interagieren. Also ich kann damit meine Transaktionen durchführen. Und eine Transaktion ist tatsächlich dann auch das NFT zu minten. Dazu brauche ich also dieses Wallet. Ja, es gibt verschiedene Formen von Wallets. Ich will hier nur zwei vorstellen. Und zwar die Cold Wallet und die Hot Wallet. Die Cold Wallet ist offline. Hier sieht man die Hardware-Wallet, die so ähnlich wie so ein USB-Stick aussieht, also so ein ganz kleines bisschen. Da gibt es verschiedene Firmen, die das anbieten für die verschiedenen Blockchains, die es gibt. Eine andere Cold Wallet wäre zum Beispiel mein Gehirn, weil ich kann mir diese Schlüssel einprägen. Natürlich birgt das Risiko, dass ich das vergesse. Das ist dann ungünstig, weil dann sind meine Coins alle weg, also meine Kryptowährung. Eine Hot Wallet ist eine Wallet, die online ist, die also mit dem Internet verbunden ist. Das kann eine App sein, die auf meinem Smartphone läuft, also eine sogenannte Mobile Wallet oder auch eine Desktop Wallet, die auf meinem Computer läuft. Habe ich zwei Beispiele aufgeschrieben. Das ist einmal Exodus. Exodus läuft auf der Bitcoin-Blockchain und MetaMask auf Ethereum bzw. Ethereum, je nachdem. Genau.
Ja, und wie kommen nun die Coins, also die Kryptowährung, in meiner Wallet? Da will ich zwei Beispiele nennen. Einmal die Exchange, also die Tauschbörse, wo ich direkt meine Euros, meine US-Dollar, also mein Fiat-Geld gegen Kryptowährung tauschen kann, je nachdem, welche Plattform ich mir ausgewählt habe. Das kann also Bitcoin sein oder auch Ethereum oder Tezos etc. Also da gibt es eine ganze Menge. Aber eine Exchange wollen wir ja eigentlich nicht, weil wir wollen ja keine Mittelsmänner und keine Mittelsinstitutionen haben. Deshalb gibt es auch noch ATMs, Automaten für Kryptowährung. Man kann sich also die Kryptowährung am Automaten ziehen. Da gibt es auch einige in Berlin. Diese Transaktionen sind allerdings sehr teuer. Hier wäre auch noch mal zu sagen, Geldwäsche leicht gemacht. Das ist natürlich auch so ein Faktor, der kritisch beäugt wird. Ja, zwei Exchange, die ich hier nenne, ist Coinbase und Kraken. So viel noch mal zur Exchange. Ja. Weitere Begriffe ganz kurz erklärt: Drop, Swap und Dutch Auction. Royalties, was ist das? Der NFT-Drop ist also die Ankündigung, die Veröffentlichung eines NFT-Projekts. Das mache ich auf einer geeigneten Social-Media-Plattform. In meinem Drop sage ich, wann wird mein NFT geprägt, die Uhrzeit und den Preis. Das kann ein NFT-Projekt sein oder ein einzelnes NFT. Swap. Beim NFT-Swapping wird ein NFT gekauft und schnell für einen natürlich viel, viel höheren Geldbetrag verkauft. Ja, diese holländische Auktion ist eine Form der Auktion mit fallenden Preisen, eine sogenannte Rückwärtsauktion. Die ist sehr beliebt auf den NFT-Plattformen. Royalties, da wird das spannend für den Künstler, weil bei jedem Weiterverkauf seines NFTs kriegt er Lizenzgebühren bzw. Tantiemen. Ja, NFT-Kunst, die man kennen sollte, das ist natürlich sehr subjektiv, aber Beeple in aller Munde natürlich auch mit seinen Everydays, die er 2021 bei Christie's für fast 70 Millionen US-Dollar, also wurden die versteigert. Ja, ja, so sehen die aus hier auf Wikipedia. Das sind also viele Einzelbilder, die er erstellt hat. Der Künstler Mike Winkelmann, so heißt er. Und die er dann zusammengestellt hat im JPEG-Format und dann mit 21x21 Pixeln verkauft hat. Ja, so kann es kommen. Ein anderes Kollektiv möchte ich vorstellen, das Berliner Peng-Kollektiv, die sich auch politisch engagieren mit ihren NFT-Projekten. Ein Projekt ist zum Beispiel, dass sie NFTs verkauften, um ausreichend Geld zusammenzubekommen, um sogenannte goldene Visa für eine afghanische Familie zu verkaufen. Das ist die Website von Peng, da kann man sich auch nochmal durchklicken und sich die anderen Kampagnen durchlesen. Ein weiteres Projekt, auch von Quasimondo alias Mario Klingemann, ist Botto. Quasimondo selber oder Mario Klingemann sagt dazu selber: Meine Utopie ist es, mit Botto so etwas wie ein universelles Grundeinkommen für alle zu schaffen, die an dieses Konzept glauben. Also
schaut euch das an und macht mit, Grundeinkommen. Ja, also hier wäre vielleicht noch zu sagen, Botto ist Coin und künstliche Intelligenz zugleich. Ja, also auch, ihr merkt, es gibt viel zu recherchieren, ein sehr spannendes Projekt. Mario Klingemann arbeitet übrigens auch ganz viel mit dem GAN-Algorithmus. Dieser GAN-Algorithmus, den ich mit der Künstlerin Riedler so ein bisschen angedeutet habe, ist ein Algorithmus, der sehr viel von Künstlern verwendet wird. In Zusammenarbeit natürlich auch mit Wissenschaftlern. Nicht zu vergessen jetzt nochmal zu den NFT-Projekten, und zwar hier Proof of Art in Linz war die erste museale Ausstellung zur Geschichte der NFT. Es gibt dazu einen gleichnamigen Katalog, Proof of Art. Da sind nochmal viele NFT-Künstler aufgezählt. Es ist auch nochmal sehr schön erklärt, was eine Blockchain ist, wie ein Wallet funktioniert etc. Also viele Begriffe aus der Welt von NFT sind da sehr anschaulich und sehr schön beschrieben. Dann komme ich zu Blockchains, auf denen NFT-Plattformen laufen. Zwei Beispiele, wir haben es ja schon gehört im Vortrag. Es gibt nicht nur eine Blockchain, es gibt da eine ganze Menge Blockchains. Es gibt auch eine ganze Menge Blockchains, auf denen NFT-Plattformen laufen. Eine Blockchain ist Ethereum oder Ethereum. Das ist die größte Blockchain für NFT. Da läuft unter anderem auch die bekannte Plattform OpenSea. Die NFT-Plattform OpenSea ist das sogenannte eBay unter den NFT-Plattformen. Die Tezos-Blockchain, die hatte ich vorhin mal gezeigt kurz, da läuft unter anderem die Plattform Theia, die NFT-Plattform Theia. Jetzt stehen hier noch zwei Begriffe, einmal POF und einmal POS. Was steckt dahinter? Proof of Work und Proof of Stake. Was ist das? Das sind Machbarkeitsnachweise. Proof of ist zu Deutsch Nachweis von. Sie bezeichnet ein Verfahren, mit dem ein Blockchain-Netzwerk einen Konsens darüber erzielt, welcher Teilnehmer den nächsten Block erzeugen darf, um damit Kryptowährung zu erzeugen. Ja, deshalb heißen diese Nachweise auch, also die entstehen mit einem Konsensalgorithmus, also hinter Proof of Work und Proof of Stake verbergen sich Algorithmen, um Kryptowährungen zu erzeugen. Ja, Ethereum läuft mit Proof of Work, ist sehr umstritten, wir haben es alle gehört. Macht bloß keine NFTs, die fressen einen Haufen Strom, überdurchschnittlich viel Strom. Das stimmt bei dem Machbarkeitsnachweis Proof of Work. Das ist ein Arbeitsnachweis, wie der Name schon sagt, in Form von Rechenleistungen. Dabei wird von vielen Rechnern, also von vielen Knotenpunkten, die auf dieser Blockchain vernetzt sind, wird parallel eine Rechenaufgabe gelöst, um diesen neuen Block zu erstellen. Und nur ein Knotenpunkt darf nachher tatsächlich den Block erstellen. Alle anderen Knotenpunkte, die ja auch Energie verwendet haben, kriegen gar nichts. Und das macht den hohen Energiebedarf aus und auch, dass dieser Machbarkeitsnachweis sehr langsam ist. Bei Proof of Stake ist das ganz anders. Das ist ein Anteilsnachweis in Form von Teilnahmedauer und oder Vermögen. Das ist eine Zufallsauswahl. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Losverfahren. Umso mehr Lose man kauft, umso größer ist die Chance, dass man einen Gewinn dabei hat. Das ist ein wesentlich geringerer Energiebedarf und diese Art des Machbarkeitsnachweises ist auch wesentlich schneller. Es wird sehr viel daran gearbeitet, immer neue Algorithmen zu erstellen und neue Machbarkeitsnachweise zu finden. Da gibt es dann so zum Beispiel Proof of History, Proof of Authority etc. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge
Ethereum ist jetzt gerade dabei, auf Proof of Stake umzustellen. Die wollten das Anfang dieses Jahres gemacht haben, die haben das aber nicht geschafft. Sie haben es auch jetzt noch nicht geschafft und jetzt ist versprochen, dass sie es nächstes Jahr schaffen. Ja, also das dauert also tatsächlich dann, diese Algorithmen alle umzuschreiben. Hier sind NFT-Plattformen zu sehen. Ich werde jetzt nicht auf jede einzelne eingehen. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und hier sieht man zum Beispiel noch Solana-Blockchain. Auch eine Blockchain, die auf der NFT-Plattform laufen. Und hier sieht man schon, kuratiert, bewerben, Einladung. Es ist also nicht ganz einfach, auf so eine NFT-Plattform raufzukommen. Gerade die begehrten NFT-Plattformen wie Foundation, Makersplace, wollen, dass man eine Einladung hat. Diese Einladung kriegt man von einem anderen Künstler. Jeder Künstler, der auf diese Plattform kommt, kriegt 10 Einladungen, die er an andere Künstler weitergeben darf. Ich habe das tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe einen Künstler von Foundation angeschrieben und habe gesagt, gib mir mal eine Einladung. Aber der hatte leider seine schon alle vergeben. Ja, ich selber bin auf der Taya-Plattform, auf der Tezos-Blockchain. Warum? Weil ich da clean NFTs prägen kann. Das heißt, sie sind energiesparend, weil Tezos läuft mit Proof of Stake. Sie ist sozusagen umweltfreundlich und die Transaktionskosten sind bedeutend tiefer. Und es werden auch meine Formate unterstützt. Ich arbeite viel im 3D-Bereich und ich kann da GLBs-Dateien hochladen, also 3D-Dateien. Dankeschön. Und sehr anschaulichen Vortrag. Du hast uns wirklich einen ganzen Fundus gegeben an Ressourcen. Ach so. Okay. Musst du jetzt nochmal anfangen? Nicht? Ja, nochmal. Also, okay. Liebe Gabi, vielen Dank für diesen sehr informativen und anschaulichen Vortrag. Du hast uns einen ganzen Fundus gegeben an Ressourcen, wo wir jetzt weiter recherchieren können. Und bevor es jetzt sicherlich gleich in sehr detaillierte Fragen geht, eine kurze allgemeine Frage von mir. Du kommst ja von der Steinbildhauerei, also Stein, ein sehr archaisches Material. Wie bist du denn dann zur Datenbildhauerin geworden? War das so eine Entwicklung oder ein Moment, wo es plötzlich so einen zündenden Funken gegeben hat? Und ja, wie war das? Schon im Studium, da kam ja dann das Internet auf, habe ich mich dafür sehr interessiert und bin da im Prinzip sofort eingestiegen. Und natürlich hatten wir im Studium die Möglichkeit, Videos zu drehen, digitale Videos zu drehen, und das fand ich schon immer sehr spannend, auch Projektionen auf Steinen zu machen, Videos auf einen bearbeiteten Stein zu projizieren. Und diese Vermischung von der digitalen und der analogen Welt mit der Frage, was überhaupt ist Realität, was ist Wirklichkeit, das interessiert mich bis heute. Okay. So, dann gebe ich das Mikrofon jetzt mal weiter. Weitere Fragen? Fragen vor? Ich habe Sie sicher nur zum Teil verstanden, aber was ich verstanden habe, ein Künstler kreiert ein digitales Kunstwerk, zum Beispiel ein digitales Bild oder auch ein Video, und macht es zum NFT, ist richtig. Und Sie sagen, das NFT ist unveränderbar und einzigartig, aber die Datei, die er zum NFT macht, die existiert ja dann bei ihm noch. Also gibt es dann doch eine Kopie, die er ja auch weitergeben könnte.
Nein, das ist eben das, was ich sagte, dass hinter ein NFT ein intelligenter, also ein NFT ist ein intelligenter Vertrag, also ein Smart Contract. Und in diesem Smart Contract ist festgehalten, wer der Eigentümer ist. Es ist damit einzigartig. Und wenn es verkauft wird, dann wird automatisch, so ist der Algorithmus oder der Code geschrieben, dass automatisch der neue Eigentümer dann eingeschrieben wird in diesen Smart Contract. Deshalb dieses Beispiel Fahrzeugbrief und Auto, wenn man das Fahrzeug weiterverkauft, wird auch da der neue Eigentümer festgeschrieben. Und so ist das beim NFT auch. Natürlich gibt es, man könnte sagen, dasselbe Bild gibt es von mir aus 1000 Mal. Ist aber nicht so, weil hinter diesem Bild läuft dieser Vertrag. Und der macht dieses Bild einzigartig, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Bild bleiben. Der macht diese digitale Datei einzigartig, also das NFT, das ja dieses Bild ist. Zum Beispiel, also man kann das natürlich auch runterladen, jeder kann es runterladen, der ist aber nicht Eigentümer. Der Eigentümer erwirbt mit dem NFT die sogenannten Angeberrechte. Der kann sagen, das ist meins. Das wird auch in der Wallet beispielsweise festgehalten und er kann es dann seinen Freunden zeigen, hallo, schaut mal hier in meiner Wallet, das ist meins, das habe ich jetzt gekauft. Und das wird auch tatsächlich auf den Social Media Plattformen so gehandhabt. Das, also die kündigen an, die Sammler, schaut mal, was ich mir hier gekauft habe, schaut mal, was ich entdeckt habe. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage richtet sich, geht in die Richtung, für welche Künstler ist das interessant, dort einzusteigen? Mittlerweile sind es ja viele, die hier in dieser Welt unterwegs sind und ihre Kunstwerke anbieten. Bedarf es bestimmter Voraussetzungen heute? Es gab irgendwann mal einen Anfang, das sind Personen einzeln eingestiegen, die haben vielleicht ein bestimmtes Renommee mitgebracht, die waren vielleicht auch nur als Erste in dieser Welt unterwegs und deshalb waren sie auch für Käufer attraktiv. Wie sieht es heute aus? Brauche ich Hunderte, Tausende von Followern in den Social Media, um überhaupt Voraussetzungen zu haben, in dieser Welt erfolgreich zu sein? Ja, das sind zwei verschiedene Fragen. Wozu ist es jetzt für Künstler spannend, ein NFT zu machen oder möchte ich Erfolg haben? Das sind zwei verschiedene Sachen. Für Künstler ist es auf jeden Fall spannend, NFTs zu machen, gerade zum Beispiel für Fotografen. Die können damit ihre Fotos einzigartig machen. Das war so vorher noch nicht gegeben. Für jeden Künstler ist es interessant, der sich für digitale Techniken interessiert. Das ist einfach spannend, damit zu arbeiten. Man kann auch Arbeiten programmieren. Um Erfolg zu haben, ist es tatsächlich notwendig oder ja, notwendig würde ich einfach mal so sagen, eine große Followerzahl zu haben. Aber die Frage ist eben, hat man denn die Intention, will man denn jetzt seine, macht man das, um Arbeiten zu verkaufen? Wozu mache ich Kunst überhaupt, wäre dann die Frage. Also ich mache Kunst beispielsweise, um Brücken zu schlagen. Mich interessiert da in erster Linie nicht der Verkauf, weil ich bin kein Händler, ich bin Künstler. Also das war so meine Intention, mich hat das sofort gereizt, diese digitale Technik tiefer kennenzulernen, mich damit auseinanderzusetzen und die Aspekte in meine Arbeit hereinzuholen und meine Arbeit dadurch aufzufächern. Also ich habe ein weiteres Spektrum für meine Arbeit. Ich hatte das in der Ankündigung gesagt, für mich haben sich durch NFT unheimlich viele Türen aufgemacht, weltweit. Man hat eine unheimliche Vernetzung in der Community. Man lernt neue, oder für mich waren es neue Kulturen auf ganz anderen Kontinenten kennen mit den anderen NFT-Künstlern. Das war für mich der Anreiz. Wenn man natürlich sagt, okay, ich will jetzt reich durch NFT werden, ja, dann braucht man vielleicht doch einen Mittelsmann, der einen vermarktet. Man kann es aber probieren, vielleicht wird man ja entdeckt. Also das ist so wie im wirklichen Leben. Ja. Ich
Also wenn man malt, hat man ja so seine Malecke und sein Material und konzentriert sich drauf, aber dieses ist ja eine ganz andere, weite Welt. Wo muss man anfangen, das zu lernen? Und weil ich wurde schon angeschrieben in Instagram, da war ein Mann, der wollte unbedingt 2 Bilder von mir kaufen für NFT. Und ich konnte nichts damit anfangen. Und der hat so drauf bestanden, ich habe gesagt, gib mir doch bitte Zeit, dass ich mal ein bisschen recherchiere, was ist das überhaupt, was für Preise macht man überhaupt, ich habe gar keine Ahnung. Aber ich blicke da nicht durch, wie ich meine Bilder auf diese Seiten hochkriege, gar nichts. Was empfehlen Sie mir? Also wo soll man das lernen? Also als erstes die Arbeit zu digitalisieren. Das heißt, wenn es sich jetzt um Ölgemälde oder ein Acrylbild beispielsweise handelt, das erstmal zu fotografieren. Dann hat man eine Digitalkamera sogar gekauft. Genau, dann hat man es schon mal digital. Und dann hatte ich ja gesagt, dann schaut man sich an, welche Plattform würde denn für mich in Frage kommen. Das wäre wahrscheinlich, also was ich, Empfehlungen ist ja immer ein bisschen schwierig, Empfehlungen zu geben. Wir sind ja hier auch auf dem Stream. aber ich würde erstmal OpenSea empfehlen, da kommt man umsonst rein, da kann man das erstmal ausprobieren. Und auf jeden Fall, wenn man ja schon einen Käufer hat, kann man das dort veröffentlichen, weil die meisten auch mit Ether, also Ether auf der Ethereum-Blockchain, die meisten eben diese Kryptowährung auch haben und dort eine Wallet schon besitzen. Und dann kann man im Prinzip, weil da muss man nicht eingeladen werden, da muss man sich nicht bewerben, da kann man seine Arbeit einfach minten. Da gibt es meistens auf den Plattformen einen Reiter, wo steht Learn. Und da kann man sich das Schritt für Schritt durchlesen. Herzlich willkommen im NFT-Kurs. die gebe ich auch. die größte Hürde, habe ich so rausgehört, aus meiner Erfahrung, ist tatsächlich nicht ein Wallet zu erstellen oder ein NFT zu prägen, sondern Geld, also Kryptowährung, in die Wallet zu bekommen. Da hatte ich ja 2 Beispiele genannt, die man machen kann, aber viele sind sich halt auch unsicher, im Internet überhaupt zu agieren. Wo fange ich da an? Welches Wallet wäre jetzt für mich am besten geeignet? Frau Schulz, wir haben hier noch 3 Fragen von Facebook Livestream. Und die erste Frage ist von Klaus-Uwe Seelmann. Das sind eigentlich 2 Fragen, aber ich glaube, die erste wurde schon beantwortet. Kann ich ein analoges Bild, das ich digitalisiere und als NFT verkaufe, zusätzlich verkaufen? Ja, das ist ein spannendes Thema. Da kommen wir zu den hybriden NFT, den sogenannten hybriden NFT. Wie gesagt, ein NFT ist ein Smart Contract. Wenn ich auf der Plattform bin, vielleicht kann ich das kurz zeigen. Dann kann ich in diesem Smart Contract natürlich festschreiben, dass zu dem NFT ein analoges Werk gehört. Es gibt auf diesen NFT-Plattformen sowas wie eine Maske. Und das ist der Smart Contract. So sieht das auf der Tezos-Plattform aus. Und hier kann man unter Beschreibung dann hinschreiben, zu dieser Arbeit gehört dieses und dieses Bild. Schreiben Sie mir bitte, wenn Sie das NFT gekauft haben, an welche Adresse ich das Bild schicken soll. Dementsprechend sollte man dann natürlich auch den Preis gestalten. So wie ich die Frage verstanden habe, ist es mehr so, dass das Bild existiert schon. Ob es jetzt verkauft ist oder nicht, kann ich eine digitale Version davon vielleicht an jemand anderes verkaufen? Ja, weil dieses NFT ist ja unabhängig von diesem Bild. Es ist ja ein eigenes Werk. Durch diesen Smart Contract ist es ja einzigartig. Ja. Was ich jetzt hier interessant finde an dieser Webpage, weil es betrifft die nächsten beiden Fragen, das sind diese Editions. Wir haben ja gesagt, es ist erstmal einzigartig in der Blockchain festgeschrieben. Wir haben jetzt hier einen Klaus-Uwe Seelmann, der fragt, kann ich eine analoge Druckauflage zusätzlich als NFT verkaufen? Das ist im Prinzip dasselbe, ja, was er vorher gefragt hat. Ja, er kann es. Ja.
Das muss aber eindeutig, ganz eindeutig in der Beschreibung formuliert sein. In die gleiche Richtung geht auch eine Frage von Katrin Karas. Sie sagt, kann ich also ein digitales Fotokunstwerk nicht mehr als Edition von zum Beispiel 4 Stück verkaufen? Kommt darauf an, jetzt wo. Also, das habe ich also Fotografen machen ja oft eine Auflage von 3 bis 5 analog. Oder mehr oder weniger. Das sind dann die Prints, die erhältlich sind. Wäre das hier auch möglich? Weil ich sehe da ja genau, die Option. Genau, ich kann hier eine Edition eingeben. Ich kann hier ein NFT minten, da sage ich, davon verkaufe ich nur 1. Dementsprechend teuer mache ich das dann natürlich. Oder ich verkaufe tatsächlich eine Edition von... ja, 500 Stück und sage, das ist ein Giveaway, das mache ich ganz billig, um meine Community anzureizen, mich zu kaufen. Das ist so ein ja, kleiner Tipp, um NFTs zu verkaufen. Gerade wenn man anfängt mit NFT, ist das eine ganz gute Sache, so ein Giveaway zu machen. Das heißt nicht, dass man es umsonst verkaufen muss. Man macht einfach eine höhere Auflage und verkauft die einzelnen NFT dann für viel weniger Coins. Das findet aber analog statt. Also nee, das findet alles hier auf der NFT-Plattform statt. Aber wenn man eine Serie macht, 10 Bilder und macht davon 20 Drucke, kann man die einfach so verkaufen, ausstellen, verkaufen? Das sind analog. Ja, zwei Paar Schuhe. Also Hybrid bedeutet einmal, ich habe das analoge Werk, das kann ein Foto sein oder eben eine Druckserie von 5 Stück. Da kann ich jedes einzelne Bild fotografieren und kann das dann von mir aus als Mappe zusammenpacken und als NFT verkaufen. Oder ich kann die auch einzeln dann als NFT verkaufen, aber ein NFT ist dann ein NFT. Das ist die Trennung. Ich kann aber auch sagen beim hybriden NFT, dass ich die Serie als NFT-Projekt darstelle und sage, zu jedem NFT gehört dieses analoge Print. Also dieser Originaldruck, das muss aber eindeutig hier in der Beschreibung auf der NFT-Plattform dargelegt sein. Gut. Mich würde einfach nur interessieren, was ich denn als Künstler erstmal investieren muss, um überhaupt dahin zu kommen. Also bisher, ich muss mir so ein Teil kaufen, dann... Genau. Super Frage, genau, da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Bei OpenSea hatte ich ja als Beispiel schon erwähnt, muss man eine einmalige Gebühr bezahlen. Das fing irgendwie bei 70 Euro an, ist jetzt glaube ich schon bei 120 Euro oder so, ich weiß es nicht genau. Auf der Tire-Plattform von Tezos muss man im Prinzip gar nichts bezahlen, aber ich brauche ja dieses Geld, diese Kryptowährung in meinen Wallet und muss nachher auch eine geringe Transaktionsgebühr bezahlen. Auf der Tire-Plattform von der Blockchain Tezos ist das ganz, also ist das ungefähr so 20 Cent oder so. Aber um diese 20 Cent als Kryptowährung in mein Wallet zu bekommen, musste ich ungefähr 120 Euro investieren, weil zum Beispiel die Exchange immer sagt, wir tauschen nicht 1 Euro gegen 1 Coin. Also die wollen dann immer gleich, dass man mehr kauft natürlich. Und dann zahlt man natürlich auch da schon Transaktionsgebühren. Darf ich nochmal... Wer überwacht das oder wer sagt jetzt, ah, das stimmt aber nicht mit den Editions, das ist mehr oder weniger als das, was da steht oder stimmen die Angaben überhaupt? Das hatte ich ja gesagt, auf der Blockchain ist alles nachvollziehbar und öffentlich. Wer sowas macht, der fliegt sofort raus, also auch von der Community. Na, wenn es so eine hybrides Angebot zum Beispiel hast. Das würde sofort über Social Media... Weißt du, was du im Hintergrund dann noch hast, ob du wirklich so eine Auflage hast mit so viel Originalen? Das würde kein Künstler machen, glaube ich nicht. Okay. Und wenn einer sowas macht, dann würde er von der Community sofort aufgedeckt, auch auf Social Media. Das fliegt sofort auf. Es gab ja auch schon Hacks. Ich würde es nicht machen, sowas. Na? Also ich weiß nicht, welcher Künstler auf so eine Idee kommt. Ich hätte noch eine Frage zu den Bitcoins und der Menge von Bitcoins, die im Umlauf sind.
Die Notenbanken begrenzen die Geldmenge aus guten Gründen. Gibt es so eine Begrenzung bei den Bitcoins, einen ja. Deckel nach oben, sodass das nicht ja. inflationär ausufern kann? Also Bitcoin hat erstmal sehr wenig mit NFT zu tun. Auf der Bitcoin-Blockchain wären schon auch NFT geprägt, aber es gibt da keine NFT-Plattform. Also man muss als Künstler direkt in die Blockchain einschreiben und das können sehr wenige. Da haben die meistens, die Künstler, die das machen, Informatiker an ihrer Seite. Die Bitcoin-Blockchain ist aber, um da trotzdem drauf zu antworten, begrenzt. Ungefähr 2050 werden die letzten Bitcoins geschürft werden können, weil das Proof of Work gar nicht anders hergibt. Also dieser Algorithmus auch, der dahinter steht, der ist irgendwann ausgeschöpft. Da geht es nicht mehr weiter. Das ist eine bestimmte Summe. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, weil mich Bitcoin jetzt nicht so interessiert. Also, aber es ist begrenzt, ja. Und dann wird der noch wertvoller, der Bitcoin, weil er ist ja trotzdem noch im Umlauf. Also, ran an die Buletten. Nein, also gerade beim Crash sozusagen ist das natürlich, ja, wir sind ja gerade im Tief, im Krypto-Tief. Ja. Also, wie ist das zu verstehen? Ich wollte so ungefähr die ähnliche Frage stellen. Zum Beispiel, wenn ich mich in OpenSea anmelden würde, könnte ich mit Bitcoin dort bezahlen? Nein. Hat das alles irgendwie eine Verkettung? Oder? Nein, es gibt ganz viele Blockchains. Bitcoin ist eine Blockchain und Ethereum ist eine andere Blockchain und da kann ich eben nur mit Ether bezahlen, mit Ether. Okay. Ja. Also das ist auch wieder getrennt. Genau, ja. Es gibt ganz viele Blockchains. Du kannst auch selber eine Blockchain erstellen. Und deinen eigenen Coin machen, das hat der Mario Klingemann mit seinem Projekt Botto gemacht. Mhm. Man muss halt das alles verstehen, sonst... Ja, genau, das muss man alles, das ist richtig, genau, ja. Das werden wir bestimmt auch nicht komplett an diesem Abend klären können, also, ja. Hallo, ja, so. Ich habe eine Frage zu dem Schaffen des Digital Arbeit und... Genau, ich arbeite mit 3D-Dimensional, 3D, und, aber ich wollte mehr Interaktivität in meine Arbeit einbringen und dafür eigentlich braucht man Programmierkenntnisse, die ich gar nicht besitze. Und dann ich frage, ja, aber es gibt so viele Sprachart, aber ich dafür als erster Schritt, dass solche Kunstwerke zu schaffen, welche Programmiersprache kannst du mir empfehlen? Genau, da würde ich Processing empfehlen. Also Processing wird sehr viel verwendet. Sicherlich würden auch andere Informatiker oder Künstler, die sich damit ganz tief auseinandersetzen, vielleicht noch andere Programmiersprachen nennen. Aber es gibt direkt NFT-Plattformen, die nur programmierte NFTs prägen. Da gibt es direkt Plattformen dafür. Mir fällt jetzt aber gerade keine ein. Ich muss mal gucken... Artblocks war das, glaube ich. Da sind computergenerierte NFTs, also wo Code dahinter steht. Das ist Artblocks. Und da hat man zum Beispiel bei dem Kunstwerk im NFT verschiedene Layer und das ändert sich dann immer. Das ist total spannend. Das ist dann auch nochmal ein ganz weites Feld. Aber ich würde erstmal Processing empfehlen, weil Processing ist eine relativ einfache Programmiersprache. Wo es, die sehr gut dokumentiert ist, wo es ganz viele Tutorials im Internet gibt und somit auch leicht zu lernen ist. Und auf der Website werden Beispiele gezeigt, etc. Ja. Man kann auch mit Blender kombiniert so genau. zusammenarbeiten. Man kann das auch mit Blender machen. Es gibt eine Schwierigkeit und zwar haben die Plattformen bisher... bieten die nur an, dass man GLBs, sogenannte GLB-Dateien, als NFT prägen kann. Da ist man sehr beschränkt, was Materialien und Textur angeht.
bei meinen Arbeiten, ich mache viel mit Glastexturen, das wird dann, wenn man in den Augmented Reality, also in den erweiterten Modus geht, nicht mehr so ganz identisch angezeigt. Damit muss man als Künstler dann arbeiten. Das ist genauso, als wenn wir in den VR-Bereich gehen, also in die virtuelle Realität, die auch noch, ich will sagen, in den Kinderschuhen steckt, jedenfalls für die breite Masse, für die breite Anwendung. Okay, ja. Ah, vielen Dank. Ja. Könnten wir noch mal Ihre Arbeit sehen, Frau Schulze, ein paar Beispiele, also NFT-Arbeiten? Ja, ich muss mal gucken, wo hier der Link ist. Ja, wie gesagt, das ist die Tezos Blockchain. Und hier sieht man eben, dass diese Arbeiten, die sind in Blender 3D erstellt, aber auch mit Originalskulpturen, allerdings nicht als hybrides NFT. Diese Skulptur, das ist eigentlich so ein ganz kleiner Stein, den ich da zur Skulptur bearbeitet habe, den ich gescannt habe mit dem LiDAR-Scanner und dann kombiniert habe mit dieser 3D-Zeichnung. Ups. Ja, so sieht das dann aus. Und man kann das hier direkt auf der Plattform auch bewegen und drehen. Und derjenige, der dieses NFT dann kauft, der kann das auch in andere virtuelle Welten hineinsetzen, diese Arbeit. Ich bin halt Bildhauer und deshalb sage ich auch oft Digitalbildhauer. Ich arbeite eben dreidimensional, vorrangig. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, das nehmen wir jetzt mal als dieses Dankeschön, was hier aus dem Raum kam. Ich freue mich, dass so viele Fragen gekommen sind und vielleicht haben wir jetzt noch die Gelegenheit, die Bar ist geöffnet. Wer will, noch mal bei einem Schluck Wein oder einem Schluck Prosecco noch weitere Fragen zu stellen oder sich auszutauschen und überhaupt noch ein bisschen zusammenzustehen. Ich bedanke mich jedenfalls sehr fürs Kommen und hoffe, dass ihr zu den anderen Terminen auch so zahlreich erscheint. Der nächste Termin ist nämlich am 10. Oktober, wieder hier, wieder 19.30 Uhr. Wir haben dann eine größere Runde hier auf dem Podium, das wären dann drei Künstlerinnen mit Moderation, sodass wir also eine größere Gruppe hier sitzen haben und das wird dann eine andere Form der Diskussion oder auch der Präsentation, aber natürlich auch mit vielen Fragen, Möglichkeiten und wahrscheinlich auch vielen neuen Informationen. Einen schönen Abend. Applaus